Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt F1 2013 im Szenario-Modus. Und ich bin echt am überlegen, ob wir Weltmeister und letztes Jahr auch noch fahren sollen oder ob wir hier nach Schluss machen. Das müssen wir mal gucken, wie das Ganze hier weitergeht. Vielleicht kann ich ja auch das hier ein bisschen pushen, wenn der Challenge-Modus rum ist und der Classic-Modus. Ja gut, der Classic-Modus, da bin ich echt am überlegen, ob ich dann noch mal was anderes mache. Schauen wir mal. Also vielleicht können wir das hier ein bisschen häufiger einstreuen, dass wir das hier noch durchkriegen. Das sind ja auch, boah, das sind immer noch 13 Rennen. 13 Missionen, die wir machen müssen. Komm und bleib so. Trotz eines Motorproblems vor deinem Teamkollegen. Na super, bleib trotz eines Motorproblems vor deinem Teamkollegen. Startplatz 6, Teamkollege 9 und oh Gott. Ja, wir fangen mal vorne an und können nicht so, wie wir wollen. Und na Gott. Schauen wir mal, Force India, wie wir uns hier anstellen, wie das Ganze wird. Vielleicht klappt es im ersten Versuch, wenn nicht, dann schneide ich wieder die besten Versuche zusammen. Ihr sollt mich durchaus auch mal scheitern sehen hier. Ich will ja nicht nur perfekte Runden hochladen. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Der Force-India-Fahrer hat bis jetzt ein starkes Rennen gezeigt, aber nun werden seine Zeiten schwächer. Scheinbar gibt es Probleme am Auto. Kann er die letzten Runden noch durchhalten? Tja, und dann schmeißen sie uns hier wieder raus. Na, super. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich Curse benutzen kann. Oder ob wir dann Motor sprengen. So, die Strecke sind wir ja glücklicherweise im Challenge-Modus gerade erst gefahren. Deshalb können wir da ein bisschen unseren Stiefel fahren. Weil wir die Strecke eigentlich ganz gut kennen. Oha. Der Motor hört sich nicht gut an. Oder ich sag's mal anders. Ein guter Motor hört sich anders an. Ey! Ja, ey! Das ist doch ein Witz! Das ist doch ein Witz, der hat mich abgeschossen. Sag mal, da ist gelb. Das ist doch ein Witz. Da war gelb, der kommt voll ange... Ich stehe da auf der Straße, kommt voll angepaced und haut mich weg. Also erst dreht mich, das war das Allergeilste. Da dreht mich der eine Kollege. Das ist hammergeil, ey. Schießt der mich ab hier? Ja, Mann, ja, jetzt läuft es natürlich mal gar nicht. Wir haben so gut gelegen, das wäre es gewesen, das wäre der erste Versuch gewesen. Und dann schießt der Idiot mich ab. Ey, wenn ich langsam mache, hat der gefälligst auch langsam zu machen. Da darf man nicht einfach hinten reinfahren.
kommt man da hin? Wenn man einfach einem hinten reinfährt, wenn er langsamer ist, das geht mal gar nicht. Oh Mann, jetzt verbremse ich mich noch andauernd. Was ist denn mit dem Auto los? Wir müssen vor Adrian bleiben. Das Auto läuft nicht optimal, aber du musst pushen. Wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Ja, das Auto bremst nicht mehr gescheit und lenkt nicht mehr gescheit ein hier. Guckt euch das mal an. So, lassen wir den Motor mal fliegen, ne? Tja, nee, das vergesst, das Auto bremst nicht. Keine Ahnung, Rennen neu gestartet, ich trete auf die Bremse, das qualmt nur. Der erste Versuch war der beste. Ohne Witz, der erste Versuch war der beste und dann fährt mir dieser blöde Sack da in die Karre. Ja, ich kann schon wieder nicht bremsen. Ich mach. Ey, sag mal! Das ist nicht so leicht bei dieser aggressiven KI. Ohne Scheiße, die fahren mich über den Haufen. Ohne Witz. Ich muss früher bremsen, wenn ich irgendeine Chance haben will, in der Kurve rumzukommen. Und die fahren mir einfach hinten rein, drehen mich rum, schieben, machen, tun. Die kennen da echt nix. Ich glaube, jetzt haben wir nach hinten mal ein bisschen Luft. Ah, geh mal rum, Karre. Dein Motor ist kaputt. Komm mir vor, als wäre die Lenkung kaputt. Guckt euch das doch mal an, das ist doch nicht mehr normal. Der lenkt nicht ein, ich tipp's Gas an, der zieht volle Kanne rum. Du schlägst dich hervorragend. Letzte Runde, halte die Position. Siebter Platz, du hast Platz 7 erobert. Ja. Da kommen sie alle an mit geöffnetem DRS und Cars und schieben. Du musst den anderen Autos Platz lassen. Wir dürfen nicht zu viele Zeitstrafen kassieren. Die sollen mich am Arsch lecken, ey, wirklich. Das ist nicht mehr normal sowas, was hier abgeht. Was sind das für eine Mission? Adrian ist direkt hinter dir. Versuch diese Position zu halten. War an der Messstelle doch hinter dem. Alter, ey. Diese KI. So aggro ist die drauf. Da musst du genauso aggro fahren, sonst hast du keine Chance in der Mission. Okay, jetzt haben wir zwei Autos als Puffer. Haben wir das Auto von Adrian kaputt gemacht? Dass wir kollidiert sind. Dreht mich nicht rum, macht langsam hinter mir, ey. Wenn ich da bin, bin ich da. Da müsst ihr bremsen. Das ist die Regel in der Formel 1. Der, der vorne fährt, hat erstmal Vorfahrt.
Kann doch nicht sein. Die fahren die einfach ins Heck. Blöden Säcke. Ey, blöde KI, wirklich. Geht mir voll auf den Naft da. Wir hätten das schon beim ersten Mal geschafft. Ey, da fährt er mir auf den Hinterreifen und dreht mich rum. Beim zweiten Mal hat das Auto komisch angefühlt, aber hier hat es jetzt geklappt. Ein vorzeitiges Ende hin, als einer der Force India-Fahrer von einem Motorschaden überrascht wurde. Aber erstaunlicherweise konnte er das Auto ins Ziel retten und auf einen Podiumsplatz fahren. Tja, erstaunlicherweise. Ja, wirklich, muss man echt so sagen. Weil die KI ist hier extrem hardcore unterwegs gewesen. Die sind mir hinten reingefahren und alles. Die haben unfair agiert. So, wir jubeln, wir freuen uns, wir haben die Mission geschafft und ich glaube, die anderen Fehlversuche kann ich drin lassen. Ich glaube, so lang ist der Part nicht, da muss ich nicht viel cutten und ihr könnt euch das ruhig angucken, wie dämlich sich hier die KI verhalten hat. Vor allem im ersten Versuch, ich lag so gut, da fährt der mir in der einen Kurve aufs Hinterrad, ich drehe mich und ab in die Wand und als ich zurückkomme und dann wird ich gerade über den Haufen gefahren. Das ist der Hammer, einfach der Hammer. So, nächstes Ding wird Reifenpanne in Suzuka, wolkenlos, Mercedes AMG, also diese ganzen technischen Defekte und weiß was ich was, das geht mir ein bisschen auf den Keks hier an dem Szenario-Modus. Also wie gesagt, ich bin mal am gucken, eventuell gibt's noch zwei Folgen und dann ist Schluss oder wir ziehen das hier ein bisschen anders durch, damit wir es auch schneller zum Ende kriegen. Aber ich verliere langsam ein bisschen die Lust am Szenario-Modus, weil das sind schon Hammeraufgaben, ey, die brechen mir die machen mich platt, danach bin ich immer total am Ende, weil das anstrengend ist ohne Ende, gerade auf Gold, weil die Jungs, die sind verdammt schnell. Und sich da zu wehren, das ist nicht so ohne. Naja, wie auch immer, ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Dabeisein. Klickt beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn wir mit Reifenpanne in Suzuka versuchen, wieder irgendwie vom Teamkollegen zu bleiben oder irgendwie den Teamkollegen noch einzuholen oder was wir da noch alles machen können. Gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.